Du schau auch nichts rein. Wir pinkeln wenigstens noch in deine Flasche rein. Okay, also Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Grounded hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway. Und wir spielen wieder eine Runde Grounded. Mit dabei habe ich unseren Krulli. Hi, hi. Den wundervollen, einzigartigen Krulli. Hi, hi. Den super sexy Krulli. Hi, hi. Die, oh, der den, beste oh. Schwabe, seitdem es Spätzle gibt. Alter, nimm den Kopf aus dem Arsch raus. Ey. Ja, und Markus auch da. Ja. Ich habe heute nichts mehr zum Essen. Ja, er ist jetzt gerade nicht am Essen, das ist schon mal ein Wunder. Okay, wir wollen heute auf Expedition gehen. Ich denke mal, Leute, jetzt Richtung Teich oder woanders hin? Was habt ihr geplant? Ihr seid die Chefs diesmal. Jetzt haben wir was zu sagen. Oh, was ganz Neues. Anarchie wurde abgeschafft. Los, Sklave, geh. Wohin? Wir könnten wild rumhüpfen. Ob ein bisschen was anfängt zu heulen. Okay, wir hüpfen rum. Wir hüpfen wild rum und singen nebenbei ein Lied. Ach, wie bin ich froh, dass ich kein Berliner bin. Kein Berliner bin, denn ja, das hat keinen Sinn. Ach, nobody wie bin, is perfect, war Max. Ach, wie bin ich froh, dass ich kein Berliner bin. okay, Leute, lass mal Richtung Teich gehen und gucken, ob wir das nächste Labor finden. Nein. Auf so einen komischen Robot, Leute, höre ich nicht. Komm nicht aus dem Ruhrpott, du Ostdeutscher, du. Auf geht's. Du Mensch, du, wa? Mal gucken. Auf zum Labor. Auf zum Labor. Auf zum Labor. Muss ich was trinken von unterwegs? Das Marienkäfer. Schon wieder. Ging hier ein Baum fest, so eine Scheiße. Heute mit Maxi, der Bausimulator. Der Bausimulator. Baumsimulator. Der Baumsimulator. Mhm. Der Baumsimulator. Auch wenn wir jetzt gerade mit in der Aufnahme sind, Leute, aber ich sage jetzt Folgendes, nur um Krulli zu warnen. Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Krulli weiß, was ich meine. Heute Folge 1, wir suchen uns ein Astloch. Wir suchen uns ein Astloch. Rotrakete ist das Kosewort, wenn die Frauen kommen von mir und Krulli. Damit jeder weiß, wir müssen uns jetzt benehmen. Marco kann da nicht mitmachen. Marco steht auf Stofftiere. Wie? Jetzt hast du deiner Gummipuppe etwa einen Namen gegeben, oder was? Fotze. Komm, Marco. Alle warten wieder auf den Berliner. Letztes Mal hast du gesagt, deine Gummipuppe heißt Bambi. 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 Marco, kommst du? Ja. Alle warten wieder auf den Berliner. Ja, weil im Gegensatz zu dir macht der Berliner auch was Produktives. Oh, alter Schwede. Ey, Base-Mutti. Die ganze Zeit nur eine Base hocken und jetzt hier... Was? Wer meinst du, wer die Base gebaut hat? Mir nicht? Krulli. Krulli. Krulli ist den ganzen Tag mit Essen beschäftigt. Glaubst du das einfach selber? Ja. So, also hier in dem Boden wurden uns vorhin beim Ressourcenmonitor mal angezeigt. Aber die hab ich doch vorhin weggemacht. So. Okay. Das große Wasser. Ich guck jetzt mal. Er zeigt mir, ich setze mal eine Markierung. Hier zeigt er mir was an. Na, auf der Map. Und hier zeigt er mir ein Superschip an, in dem Bereich. Also wir gehen vielleicht erstmal die Steine hoch und gucken mal, was da ist bei den Seerosen. Ich denke mal, wir müssen bestimmt viel tauchen gleich. Marco, kannst du schwimmen? Kohlkörbe. Was liegt denn da drüben? Ist das bloß vom Stein? Das ist eine Münze. Beim Pavillon. Das ist eine Münze. Aber da ist irgendwas drin, ein Zelt, ne? Wollen wir da mal hin? Traut sich für keiner ins Wasser. Ich habe keine Angst vor Wasser. Warum wird mir Maxi da hinten angezeigt?
Oha. Volkwappen. Sind die böse? Ja. Nee. Das sind die Kolquappen aus der Hölle. Ja, er zeigt mir die Base an. Uah. Da kommen wir rüber. Wo ist Marco schon wieder? Der taucht immer noch. Haha. Scheiße, ich bin auch reingefallen. Ich würde was gucken. Überholmanöver eingeleitet. Dip, 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 dip. Forschungsstation. Ich hab doch hier irgendwo was leuchten sehen. War hier nicht irgendwo Hirnschmalz? Da oben. Ja, hier ist nuts. Boah, wie soll ich denn da rankommen, ey? Gar nicht. Hab ich. Science. Damn. Vorsicht, hier unten ist auch so ein Wasserschneider oder so ein Wasserkäfer. Wasserkäfer? Wasserkäfer. Wasserkäfer! Da oben ist nochmal Hirnschmalz, den hast du gleich gesehen, oder? Hm? Nö. Oh, scheiße, ich hänge im Netz fest. Leute! Ja! Wie immer müssen wir Maxi retten. Da oben ist noch Hirnschmalz, den müssen wir haben. Komm nicht ran. Na, dann lassen wir, dann bleibt er jetzt da. Okay, wir müssen jetzt gucken, da hinten irgendwo, habe ich markiert, das ist nochmal sicherheitshalber für euch, habe ich sogar markiert. Und hier ist ein Bug-LB-Ship. Ich denke mal, da gehen wir als erstes in die Richtung. Ich denke mal, wir müssen bestimmt tauchen. Können das recht, ab hier ist was. Wo denn? Da unten ist was? Ja. Da ist ein Eingang. Oh, mit acht Beinen ist gerade von mir weggeschwommen. Das ist Marco. Hier ist eine Öffnung. Ich mach das mal auf. Hier ist ein Eingang. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen von der Luft, Herr Marco. Ich hole nochmal schnell Luft. Ganz easy, ganz easy. Da hätte ich noch unterwegs. Aber lockig. Ja, okay. Da hätte ich noch ein Haus bauen können. Ein Haus bauen, zwei Kinder zeugen. Baumpflanzen. Berlin. Oh, und den schön. Berliner Flughafen bauen. Wer einen Deckel zu machen? Fick dich! Okay. Oh, guck mal, Markus Labor. Ganz viele Steine. Da brauchen wir wieder eine Chipkarte für, ne? Hier kommen wir nicht rein ohne Chipkarte. Assistant Manager Card. Ja, und die müssen wir jetzt von woanders holen. Also, wieder raus hier! Hey. Tauchaktion! Dum, 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 dum. Wenn ich das hier richtig sehe, da ist ein Zugang über irgendeinen Tunnel. Also hier so ein Erdtunnel. Bist du reingeschwommen? Wo bist du rausgeschwommen? Oh, mir geht die Luft aus. Was habe ich noch nebenbei? Seegras, Algen. Seegras? Brauchen wir das? Ja. Na, ich habe es mal mitgenommen. Ja, nehmen wir mit. Schon. Schwimmunterricht hier. Das habe ich mich gerade angehört wie Maxi, wenn er bei Valheim schwimmt. Voll am Gurgel. Wo kriegen wir denn diese Seerosen-Harz oder so her? Seerosenwachs habe ich heute auch schon geguckt. Ja, also ich kenne Seerosen hier nicht. Da ist ein Fisch. Bitte lass den Fisch freundlich sein. Nein, nee. Geh weg. Jetzt ehrlich? Ja, geh weg. Du hast so eine Größe von der Larve. Also der wird nicht fragen, ob du da irgendwie freundlich gesonnen bist. Ich glaube, wenn er tief einatmet, bist du weg. Also ich bin jetzt hier über dem Punkt, aber hier ist irgendwie nichts.
Das ein Wasserfloh? Okay. Das war ein Wasserfloh. Was hat er dir getan? Soll ich den Pfeil wieder mitnehmen? Das ist ja cool, ich kann ja unter Wasser bleiben. Wie hast du das gemacht? Wo bist du denn? Tot. Ich habe so eine Wasserspinnennetz gefunden und es verliert permanent Luft nach oben. Große Blasen. Okay. Wenn die greifen, kannst du atmen. Auf jeden Fall. Da kommt irgendwo Luft raus, da beim Fisch. Ich schwimme da jetzt mal hin. Alter, hier sind Spinnen im Wasser. Aua! Ja. Nennt sich Wasserspinne. Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe hier einen Spinnenbau gefunden mit Luft und so? Du das jetzt sagst, oder nicht? Ich ersticke gleich, ich ersticke gleich. Schaff ich's noch? Ja, gerade so, in der letzten Sekunde. Besser bei Krulli. Sick, Dylan. Bei Krulli, da dauert, bei Maxi dauert manchmal ein bisschen. Scheiß Wasserspinnen. Wieso gibt's ja noch Wasserspinnen? Weil es im reellen Leben auch gibt. Ich will das aber nicht. So, habt ihr irgendwas gefunden? Super Labor, technischer Eingang? Nein. Ich glaube, wir brauchen einen Taucherhelm, um voranzukommen, oder? Nee, ja. wir haben diese Kiemrohre. Aber die mussten wir erstmal bauen. Aber ich glaube, da hast du irgendwas noch gefehlt gehabt. Na, ganz toll. Ich springe ins Wasser und kommt schon wieder so eine scheiß Spinne. Ich versuche gerade irgendwie zu euch zu kommen. Nein, bitte nicht. Doch. Wo seid ihr denn? Da hinten. So, und da ist noch so ein Punkt. Seerosenwachs und Seegrasfasern brauchen wir. Seerosenwachs, wo kriegen wir denn See? Vielleicht aus den Blüten? Ich guck mal nach. Also abbauen können wir sie nicht. Innen drinne sind Blütenblätter. Die können wir auch nicht abbauen. Wo wollen wir hin? Ja, rein theoretisch gesehen müssten wir hier ganz nach unten. Und zwar in der Richtung. Ich sehe Krulli gar nicht. Krulli, wo ist der überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe ein Labor entdeckt, er leuchtet auf bei mir. Ich habe es gefunden. Und? Das ist hier eine Kuppe. Ohne Eingang. Oh, scheiße. Das schaffe ich nicht mehr. Also unter mir ist so eine Kuppe. Das sieht aus wie ein Labor. Und da könnten wir Glück haben. Denn ich bin gerade ertrunken. Scheiße! Jetzt bin ich in der Base und muss aber zu euch kommen. Hammer, ich bin in der Nähe.
Warte mal, soll ich mal kurz gucken, wenn ich hier bin, wegen diesem. Was braucht man alles für diesen Helm? Das Chiemrohr. Seegrasfaser. Seerosenwachs. Ja, alles das, was wir nicht haben. Seerosenwachs. Seerosenwachs. Gut, ich komme erstmal zu euch. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da hinkommen. Das kann natürlich noch was werden jetzt hier. Vielleicht gleich nochmal Gedanken machen, da ein Respawn-Zelt zu bauen auf irgendeiner Seerose. Aber da waren doch, glaube ich, noch Respawn-Zelte von uns, oder, Kuli? Nein. Sicher? Maxi hat gesagt, alles abbauen und in die Base schleppen. Das war Marco nicht. Habe ich gemacht. Natürlich, jetzt wird es auch gleich wieder dunkel, dann siehst du wieder nichts. Ich guck mal kurz wegen Herstellung. Respawn Zelt. Drei Kleeblätter, zwei Sprösslinge. Das sollte doch hier zu kriegen sein. Sprössling finden jetzt hier irgendwo. Aber höchstwahrscheinlich finde ich jetzt hier wieder keine Sprösslinge. Doch, da. So, kommen zu euch. Jo. Schwimmt mein Rucksack nicht über Wasser oder irgendwo unter Wasser? Unter. Kannst nicht schubsen, Marco. Geht nicht. Wolltest du wieder Krudi ärgern? Nein, das stand so schön an der Kante. Du bist echt gemeingefährlich, Marco. Ja. Hab ich vorhin die ganze Zeit versucht, also auf die Karte rumgefoltert. So. Werde ich uns jetzt hier mal ein Respawn-Zelt hinstellen, ne? Da sind wir auf der sicheren Seite, Mädels. Maxi baut ein Zelt. Ja. Okay. Also, da ist mein Rucksack. So. Okay, Freunde, wir werden jetzt hier auch erstmal Schluss machen an der Stelle.
Und mal gucken, wie das dann weitergeht. Ich denke mal, wir werden auch gleich ein kleines Nickerchen machen, damit wir dann wieder helllichten Tag haben und mal gucken können, wie wir hier vorankommen. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr bei Grounded bei uns auf dem Kanal verpassen wollt, mit uns natürlich. Haut rein! Ciao, ciao! Wiedersehen!